Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der kommenden Herbst-Winter-Kollektion. Viele von euch hatten ja schon die Möglichkeit, bei uns Außendienstler oder auch auf der H&H in Köln sich die Sachen live anzuschauen. Also in Köln war es ja dann anhand der ganzen Modelle. Und genau, wir Außendienstler sind ja auch mit der Kollektion unterwegs. Aber für die, die hier noch keine Gelegenheit hatten, stellen wir die jetzt hier in diesem Video nochmal vor und präsentieren euch die gerne auch anhand vieler Modelle. Die komplette Kollektion ist bis zum 5. Mai bestellbar, bis zu dem Sonntag und wird dann im Juli bis Mitte August circa ausgeliefert. Machen wir aus dem Grund, weil wir ja vom 23. bis zum 25. August unsere Hausmesse vor Ort haben und dass bis dahin alles ausgeliefert ist und ihr dann seht, was noch gebraucht wird und so weiter. Sei denn, ihr habt jetzt irgendwie ein Wunsch, dass die Kollektion später ausgeliefert wird, aber sonst wirklich bis Mitte August. Und ja, dann starten wir direkt mit den ersten Artikeln. Viel Spaß und ja, wir fangen an. Und wie immer starten wir mit den Modefarben unserer Basic-Artikel. Wir haben hier den Baumwoll-Jersey Vanessa. Das Bündchen Heike. Natürlich haben wir auch French Terry Maike dabei. Den angerauten Sweat Eike. Mit den vier Artikeln starten wir einmal. Anhand von Heike zeige ich Ihnen einmal die Farben genauer. Hier starten wir mit einem Altrosa, ein Dusty Fliederton, Aubergine, Kupfer, ein Peachton, Petrol, Rauchblau, Hellgrau, Taub und Schilfgrün. Und noch einmal als Überblick. Heike als Bündchen. Eike, der angeraute Sweat. Baumwolljersey Vanessa. Und jeweils auf diesen drei Laschen finden Sie auch die Artikelnummer für den French Terry Maike. Und wir haben es ein bisschen aufgestockt. Und zwar haben wir auch ein schweres Bündchen in den gleichen Farben im Sortiment für die Herbst-Winter-Kollektion. Das ist der Artikel Nanny. Und ein Heavy Sweat, der Artikel Honey. Einmal in diesen Farben. Ein richtig schön kuscheliger Heavy Sweat. Richtig schön für Hoodies, also eine ganz, ganz tolle Winterware. Und dann dazu das schwere Bündchen Nanny. Also müssten Sie zusammen Honey und Nanny bestellen. So, weiter geht's mit Artikel Naomi. Darf natürlich auch in der Herbst-Winter-Kollektion nicht fehlen. Haben wir die letzten Jahre ja auch immer gemacht. Also der Naomi und Naomi Melange, den gibt es ja immer im Basic-Bereich, aber wir machen ja jedes Jahr zur Herbstkollektion gibt es auch Modefarben und das auch in diesem Jahr in sechs schönen Farben. Und zwar einmal diesen Peach-Ton, dann dieses hellere Altrosa, Lila, Rauchblau, Taub und einmal dieser helle Beige-Ton. Und hier haben wir auch ein paar tolle Modelle. Ja, wir können mal sehen, wie beliebt dieser Artikel ist. Wir haben hier einmal in diesem schönen Camelton einen Mantel, einen offenen Mantel. Und zu diesem Artikel kommen wir später noch. Hier kann man aber wieder schön sehen, wie toll die Jerseys und Rip-Jerseys zu unserer Kollektion passen, dass man wirklich alles super miteinander kombinieren kann. Hier einen schönen Oversize-Mantel. Hier haben wir den Flanell Maverick als Innenfutter. Kann man auch super kombinieren. Hier nochmal als Tasche abgesetzt. Das Kleid der Leo Jersey passt natürlich auch perfekt. Dazu kann man auch als Futter nehmen. Hier in den Peach-Ton ein Mantel offenkantig gestaltet. Kann man auch super schön nehmen. Man muss es gar nicht immer versäubern. Man kann es auch ganz offen nähen.
ein paar Verzierungen, kleiner Regenbogen, unser Waffeljersey Clarissa als Kapuzenfutter oder auch hier in dem schönen Rauchblau, auch wieder kombiniert mit einem Baumwolljersey aus unserer Kollektion. Die sehen wir alle später noch. Also richtig toll untereinander kombinierbar. Und hier kann man es auch einmal sehen, wie toll man die Stoffe untereinander kombinieren kann. Mein Geschenk ist größer. Genau, also das kann man wirklich perfekt kombinieren. Und zu diesen Stoffen kommen wir nachher noch, aber die passen wirklich. Auch da ist alles farblich sehr schön aufeinander abgestimmt. Ja, kann man wunderbar mitspielen. Absolut. Jetzt kommen wir zu unserem Baumwollstrick Elisa. 100% Baumwolle. Ein richtig schöner, klassischer Strick in dem Peachton, Altrosa, Flieder, Rauchblau, Hellgrau, Taub und Camel. Kann man aber auch wunderbar mit Gobi kombinieren, um sich eine Mütze daraus zu machen oder ein Loop, ein Schal, Handschuhe. Es ist ein richtig schöner, klassischer Strick, auch für ganz klassische Herrenpullover oder Damenpullover. Kann ihn auch super für Kuscheltiere nehmen, für Decken. Also es ist nicht nur was für die Bekleidung. Man kann da wirklich alles mit verarbeiten und da 100% Baumwolle hat, kann man es auch wunderbar für Kinder verwenden. Ja, hier haben wir einmal das Kinderoberteil in dem Rauchblau mit dem Bündchen passend abgesetzt. So viel brauche ich gar nicht mehr dazu sagen, weil Pauline hat wirklich alle Vorteile genannt. Also ich sehe den auch im Männerbereich, im Kinderbereich, für Bekleidung, für Decken. Also sehr, sehr vielseitig und kam auch gut in Köln an. Ja, und wir haben noch ein paar mehr. Genau, noch ein paar mehr Baumwollstricks. Genau, da kommen wir auch schon zu Artikel Ida. Ida gibt es in drei Farbstellungen. Der ist hier ein bisschen zweifarbig und zwar der Untergrund ist hier rosa und dann einmal mit dem beigefarbenen kleinen Muster. Sieht so ein bisschen wie kleine Herzen aus und dann einmal in Rauchblau mit Creme und einmal das Beige mit Creme. Und ein nächster Baumwollstrick, der Artikel Adam. Hier haben wir wieder diesen schönen Peach-Blush-Ton, einen Fliederton, Taub und Hellgrau. Und hiermit kann man auch wunderbar spielen. Man muss die Streifen ja nicht nur längs nehmen, sondern kann ihn natürlich auch als Querstreifen verwenden. Und hier sehen wir ihn auch gleich nochmal in der Kombi mit Gobi. Finde ich auch super schön für Mützen. Genau, hier einmal die Weste, Paulina hat gerade schon gesagt, hier innen drin mit dem Gobi abgefüttert, mit dem Baumwollteddy, aber auch für Mützen und so weiter super geeignet oder auch wieder für Decken. Und hier einmal der Rock, hier vorne so ein bisschen in Falten gelegt. Genau, aber man kann, hier ist er jetzt bei beiden längs verarbeitet, man kann ihn auch quer verarbeiten. Genau, und zu dem Artikel kommen wir dann später noch. Wollen ja nicht alles vorwegnehmen, ne? Nee. Wir haben schon viel gezeigt. Ja. Und zwar Artikel Clarissa. Clarissa ist unser Waffelstrick, gibt es ja auch im Standardbereich in vielen Farben. Hier haben wir jetzt fünf Modefarben. Und zwar einmal diesen Peachton, Altrosa, Rauchblau, Taub und dieser helle Camelton. Und hier haben wir auch zwei Modelle dazu. Ja, hier haben wir einen Troja, einer Kapuze. Auch super schön für Herren. Die Qualität ist super toll. Es ist nicht zu dick, aber trotzdem formstabil, dass man da auch wunderbar mit Reißverschlüssen arbeiten kann. Und die Bündchen passen auch hier perfekt dazu. Und hier ein ganz klassischer Cardigan. Und hier diesen Stoff sehen wir später auch noch einmal. Jetzt kommen wir zu Jutta. Jutta ist ein Niki-Cord mit einer Querrippe. Sehr formstabil, schön dick und angenehm. Und man kann hier auch wunderbar mit Reißverschlüssen arbeiten, weil er formstabil ist. Und für Hausanzüge, für Pullover, für Hoodies finde ich den super schön geeignet. Auch für Pyjamas. Es ist eine richtig tolle, kuschelige Qualität. Also kann man auch sehen, dass es so ein bisschen schimmert. Ja, so ein bisschen so ein Velour. Ja. So eine Velour-Optik, ja. Richtig toll.
Und natürlich kann man auch hier ein bisschen spielen. Man kann natürlich auch so ein Troja einmal mit Längsstreifen und dann mit der Querrippe arbeiten. Da hat man in dem gleichen Ton gleich wieder eine ganz andere Optik. Hier haben wir Rosa, einen Auberginenton, Peach, Kupfer, Petrol und Schilfgrün. Ja, hier haben wir zwei Modelle. Einmal das Oberteil, ist dann hier unten auch, also das ist dann auch als Bündchen verarbeitet worden. Pauline hat es gerade schon gesagt, also den kann man längs und quer verarbeiten, weil er halt so ein bisschen bielastisch ist. Und hier dann einmal im Petrol den Hausanzug. Genau, hier wurde es jetzt mit dem Bündchen aus der Kollektion verarbeitet in den Petrolton. Genau. So, dann kommen wir zum Artikel Osaka. Osaka ist ein Stepper. Das Tolle hierbei ist, dass die Probenäher den einmal für Bekleidung genommen haben. Er ist aber auch zum Polstern geeignet. Ja, einige von euch haben auch den in Köln gesehen, auch gerade das Sofa. Ich nehme es mal vorweg. Das kam ja sehr, sehr gut bei euch an. Also den Artikel Osaka gibt es in drei verschiedenen Steppungen und jede Steppung gibt es in drei Farben. Und zwar einmal die große Steppung in Altrosa, Terrakotta und Grau. Dann einmal die kleinere Steppung in Bordeaux, in Senf und in Beige. Und hier einmal diese Steppung gibt es in drei Farbstellungen: Altrosa, Petrol und Dunkelgrün. Und das Tolle hierbei ist, ich habe ja gerade schon gesagt, man kann ihn auch, oder seht ihr gleich auch mit dem Sofa, man kann ihn auch für Polster nehmen. Also der hat den Scheuerungsgrad, den Martindale von 60.000. Also der erfüllt auch alle Anforderungen. Und den Artikel gibt es auch einmal in einfarbig, Artikel Cope. Ebenfalls Scheuerungsgrad von 60.000 Touren, aber auch den kann man sehr gut für Klamotten nehmen. Und genau, gibt es in Senf, in Terrakotta, in Aubergine, in einem hellen Altrosa, Altrosa, Flaschengrün, ein schönes Petrol, Mittelgrau, Taupe und Schwarz. Achtung, Pauline, ich schalte um. Ja, hallo. Ja, viele von unserer Köln-Messe, die uns besucht haben, sagt dieses Gesicht natürlich etwas. Das war der eigentliche Held der ganzen Messe, war überall zu sehen. Und er präsentiert dieses wunderschöne Hundekissen. Finde ich super schön aus dem Artikel Osaka. Jetzt sehen wir mal. Moin. Dann hatten wir in dem Artikel Kobe diesen wunderschönen Kürbis, also auch für Deko-Zwecke ist das super schön geeignet. Der Herbst kann kommen. Hier seht ihr nochmal alle Farben. Ja, nehmen wir mit. Ja. Dann müssen wir jetzt noch das Highlight holen. Den Mops? Ne. So, und wir präsentieren Ihnen natürlich noch einmal dieses wunderschöne Sofa. Also super toll geeignet für Möbelbezug. Die Kissen sind aus dem Artikel Kobe. Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Es macht so viel Spaß und Freude, wie wir sehen, wie die Fotos da entstehen mit einem Glas Sekt in der Hand oder auch mit einem Saft in der Hand. Das macht richtig, richtig viel Spaß in Köln. Das wird zur Tradition. Natürlich werden wir nächstes Jahr auch wieder unser Sofa dabei haben und freuen uns wirklich auf die ganzen Fotos mit Ihnen. Und sind so froh darüber, dass Sie uns da immer so kräftig unterstützen und Freude auf unseren Stand bringen. Ja, es ist tatsächlich, funktionieren diese Aktionen natürlich auch nur, wenn ihr mitmacht. Und es wurde viel gelacht. Wobei, ich muss mich jetzt einmal berichtigen, dieses Sofa wird nicht in Köln sein. Nein. Das wurde ja verlost. Das geht nach Potsdam. Freue ich mich natürlich sehr für Textile. Ich glaube, da Es ist gut aufgehoben und genau, wie gesagt, diese ganzen Aktionen funktionieren halt nur mit euch und ja, hat ja in Köln wirklich mal wieder großen Spaß gemacht. Ja, da können wir uns nur bedanken für also, die ganze genau, Unterstützung. Also genau, riesen Dankeschön. Ja, so, nächstes Jahr geht es dann weiter. Ich nehme das mit, dann kannst du hier schon mal, genau, nächstes Jahr geht es weiter.
Ja, und hier haben wir natürlich auch Bekleidung aus dem Artikel Osaka und Kobe. Hier eine Jacke, ein Mantel, eine Weste und aus Kobe, wenn man es nicht ganz so dick haben möchte, kann man sich aus Kobe eine schöne Übergangsjacke machen oder einen Blazer. Und man kann sich natürlich aber auch eine Tasche passend zu seiner Jacke nähen. Also ich finde es total schön, man kann auch die Taschen aus dem Kobe dann machen. Wenn dann das vielleicht zu dick ist dann als Tasche, kann man natürlich auch mit dem leichteren Kobe arbeiten. Also hier sind wirklich, hier kann man alles machen, Kissen, Bekleidung. Und hier sehen wir auch wieder, wie toll auch wieder Maverick als Innenfutter kombinierbar ist. Und durch die drei unterschiedlichen Steppungen wirkt es auch total anders. Wir haben alles wieder vorbereitet. Da aufgeräumt. Ich habe aufgeräumt. Genau, kannst hier weitermachen. Ich habe alles schön hingeschickt, wie das mir weitergeht. Du lernst schnell. Ja. Wir haben es ja nur 30 Mal geübt, aber ja. Jetzt kommen wir auch zu Maverick. Unser Flanellkaro, ganz leicht, ideal für Männerhemden, für Blusenkleider. Man kann wieder super schön einen Kragen damit ausarbeiten. Und hier haben wir drei verschiedene Karos in Mint und Blau. Hier in drei verschiedenen Farben. Rot, Grün und Blau. Und hier in Dunkelblau mit Senf, Khaki und Schwarz und Weiß. Ja, hier haben wir zwei Modelle. Einmal das Kleid und einmal die Bluse. Ja, kann man aber auch für Männer sehr gut nehmen, kann man für Pyjamas nehmen, weil er halt so ist, eine reine Baumwolle, ist halt ein leichter Flanell. Also auch hier wieder sehr vielseitig einsetzbar. Jetzt gleich zeigen wir noch einen einfarbigen und den kann man also für Kleider und so weiter. Also es ist wirklich ja, eine tolle Qualität, die wir im letzten Jahr mit anderen Karos schon hatten. Und die kam halt gut an und deswegen haben wir jetzt neue Karos aufgelegt. Und ja. Kann man beide auch wunderbar zusammen kombinieren. Man kann sie auch sehr gut miteinander kombinieren, ja. So, dann kommen wir zu Artikel Hudson, den habe ich ja gerade schon angesprochen. Auch den hatten wir schon mal in anderen Farben und haben ihn auf Kundenwunsch nochmal wieder in die Herbst-Winter-Kollektion reingenommen. Ebenfalls eine reine Baumwolle, so ein leichter Flanell in diesen hellen Terrakotta in Bordeaux, Khaki, ein hellerer Khaki-Ton, beige, ein helles Jeansblau, ein dunkleres Jeansblau, ein dunkelblau und dies hier ist ein Nachtblau. Und Pauline zeigt auch hier nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir ein Blusenkleid, finde ich auch sehr schön, wie das hier an den Schultern schön gerafft ist. Und hier das klassische Männerhemd und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wie toll man hier den Kragen ausarbeiten kann. Also hier bekommt man wirklich eine richtig schöne Spitze hin, weil er überhaupt nicht dick ist und man kann wirklich fein Knopfleisten ausarbeiten, die Manschetten. Also ein richtig schönes, klassisches Herrenhemd. Total, ja. Dann machen wir weiter mit dem Artikel Xava, ein angerauerter Jacquard-Jersey. Hier haben wir Karos in Altrosa, Peach und Camel und nochmal Karos mit Herzchen in den gleichen Farben, Altrosa, Peach und Camel. Und die kann man auch wunderbar untereinander kombinieren, indem man sich vielleicht aus den Herzchen eine Rose macht und aus dem Karo ein Hoodie und schon ist es alles wie aus einem Guss. In dem Artikel Xava haben wir auch noch Waldtiere mit Bäumen und hier Pfotenabdrücke mit Bäumen auf Kupfer. Man sieht es auch hier, es sieht richtig schön leicht meliert aus. Kleine Beeren als Outline-Zeichnung in Flieder, Kupfer
und Camel. Und Hahnentritt ist jetzt auch wieder total angesagt in Kupfer, Flieder, Camel und Schwarz und Grau. Ja, hier haben wir zwei Modelle. Das eine haben wir ja gerade schon mal gesehen, als Pauline den Coop vorgestellt hat. Einmal das Kleid aus dem oder mit dem Hahnentritt in Schwarz-Grau und hier einmal in dem lila Flieder. Das ist der Cardigan, der auch in dem oder das Titelbild des Swarthing-Magazins ist. Und genau, das gibt es natürlich auch in digitaler Form. Also könnt ihr perfekt auch durchblättern. Da ist zu jedem auch das Schnittmuster aufgelistet, welches Schnittmuster es ist, dass ihr euch da auch, dass ihr da einfach die Infos habt, welches Schnittmuster es ist. Und ja, sehe ich aber auch für Loops und Mützen und so weiter, weil er halt wirklich schön weich ist. Es ist eine reine Baumwolle, ein bisschen ja, wie so ein Flanell und ja, auch sehr vielseitig einsetzbar. So, dann kommen wir zum Rip Jersey Mia. Gibt es in unterschiedlichen Designs und zwar einmal hier mit den kleinen Blümchen und zwar einmal hier auf cremefarbenem Untergrund mit Altrosa und Bordeaux und hier einmal der Untergrund ist beigegrundig mit diesem Peach und dem Terracotta. Dann einmal hier die Waldtiere auf naturfarbenem Untergrund und einmal die Blätter auf Natur. Und hier einmal das Baumwollmuster auf Natur mit diesem Salbeiton und hier einmal naturgrundig mit diesem Peachton. Und auch hier zeigen wir euch Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal einen klassischen Rollkragenpulli und hier, wie vorhin schon erwähnt, sieht man, wie toll diese Kombi ist aus dem Naomi-Mantel in dem Camelton und dann hier mit dem Rip-Jersey als Kleid und hier der Maverick als Innenfutter. Also es ist eine richtig schöne Kombi. Würde ich selber mir genauso kaufen und tragen. Ja. Kannst du aber nicht mitnehmen. Ist von einem Problem. Wir machen weiter mit dem Artikel Eve. Ein Baumwolljersey. Hier haben wir ein abstraktes Muster auf Schwarz. Hier in Peachtönen gehalten. Mit schwarzen Blättern. Ein Blumenmuster auf Aubergine und Kupfer. Und natürlich, wie vorhin schon gezeigt, dieses schöne kleine Leo-Design auf Aubergine, Petrol und Kupfer passt wunderbar zum Artikel Naomi. Und das zeigt Matthias jetzt noch einmal. Genau, hier haben wir die, also den habt ihr ja gerade schon gesehen, als Pauline den Naomi vorgestellt hat. Auch da mit dem Maverick als Innenfutter und der passt halt perfekt zu diesem Kleid mit dem kleinen Leo-Muster. Und dann hier einmal das Oberteil aus dem Petrol. Und ich finde, dieses Leo-Muster ist auch nicht zu aufdringlich, nicht zu sehr Leo. Also Leo ist ja, finde ich, entweder man mag es oder man mag es nicht, aber das ist tatsächlich auch nicht zu Leo. Und ja, finde ich auch für Leggings super schön. Ja. Für Kinder-Leggings. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Yvonne. Und zwar, das ist ein Baumwoll-Modal-Jersey. Gibt es auch in unterschiedlichen Designs. Und zwar einmal hier schwarzgrundig mit den Blüten. Dann einmal dieses abstrakte Muster mit den kleinen Strichen. Schwarzgrundig mit beige, braun und blau. Und einmal schwarzgrundig mit den unterschiedlichen Blau und dem Beige. Und hier einmal in dieser Aquarellrichtung schwarzgrundig mit den unterschiedlichen Rot- und Blautönen. Und hier haben wir auch ein Modell, was Pauline zeigt. Ja, hier haben wir ein Kleid. Ich sehe noch ein sehr, sehr schönes Modell, aber das darf ich Ihnen leider nicht zeigen. Aber meine Kollegin hat sich auch in dieses Design total verliebt und trägt es heute hinter den Kulissen als Oberteil. Und hier darf ich es jetzt einmal als Kleid zeigen. Also es ist ein wirklich richtig tolles Design. Also es ist bunt, aber es schreit jetzt nicht bunt. Und ja, ich finde es total schön. Vor allen Dingen sieht es auch wunderschön aus zu blonden Haaren.
Das habt ihr schon. Aber das Design wirkt doch einfach. Ne? Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Design. Also wer jetzt kein Gesicht vor in Köln war, Yvonne auch live dabei. Und, genau, Yvonne genau. trägt heute Yvonne. Genau. Und wir machen weiter mit den Designs von Thorsten Berger und starten mit der Viskose-Webware. Hier haben wir drei Artikel und ich starte mit dem ersten. Das ist der Artikel Fall Grids. Hier haben wir Punkte in Rot und Aubergine und einmal in Pink auf Anthrazit. Der Artikel Fall Leaves. Es sind Blätter, die als Striche gezeichnet wurden. In Pink mit Kupfer auf Schwarz und hier einmal in einem richtig schönen Mittelblau auf schwarzem Untergrund und der Artikel Nature Shapes. Hier haben wir so einen mittelbraunen Ton mit Pink auf Schwarz und wieder so ein Mittelblau mit einem schönen Schokobraun. Ja, hier haben wir jedes Muster einmal vertreten, das eine doppelt, zwar einmal diesen Jumpsuit in dem kleinen Muster, genau, dann hier einmal die Bluse oder auch das Kleid und ja, die Viskose fällt einfach schön, wird aber auch mittlerweile viel für Tücher und so weiter genommen, für Kleider, sie ist halt blickdicht, fällt schön und ist mittlerweile auch so ein Ganzjahresartikel, also nicht nur ein Sommerartikel, sondern auch für die Übergangszeit und ja, auch im Winter kann man die natürlich sehr gut tragen. So, dann geht es weiter mit einem French Terry, ebenfalls von Thorsten Berger, Artikel Chestnut Friends. Das sind Paneele und zwar wieder 85 cm, wie man es von Thorsten auch gewohnt ist, kommt ja auch gut bei euch an, wieder mit der beliebten Schnittkante und oder Schnittlinie. Genau, die zeige ich aber gleich nochmal im Groß. Das ist einmal das lila Panel. Dann einmal das in Blau. Und einmal in Grün. Und zu den Paneelen, kommt ja auch immer gut bei euch an, dass es dann wirklich die Kombistoffe dazu gibt, wenn man doch mal, ja, kann man auch einzeln nehmen, aber wenn man doch mal eine größere Größe oder irgendwie anders kombinieren möchte, passen die natürlich perfekt dazu. Und zwar diese unregelmäßigen Karos in lila, blau und grün. Und dann einmal die Kastanie all over, lila grundig, Jeans blau und das grün. Paulina hat schon wieder was vorbereitet. So, genau. Einmal die Paneele, das ist einmal der Ninja. Dann einmal der Skater. Die Rückseite ist bei allen dreien, also ist nichts zu sehen, sondern wirklich das Karo. Kann man auch, das hat man ja bei Thorsten Berger auch immer noch mal was Verrücktes auf der Rückseite. Hier geht das Karo tatsächlich weiter und dann einmal das dritte Motiv. Und hier dann auch mal so. Danke. Bitte. Weitermachen. So, und hier haben wir ein Damenhoodie. Und hier kann man auch sehen, wie groß das Motiv immer ungefähr ist. Also es ist wirklich für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen geeignet. Also für Erwachsene ist es nicht so klein, für Kinder ist es nicht so groß. Hier wurden mit dem Kombistoff gearbeitet, beide zusammen kombiniert. Und hier haben wir einen ganz schlichten, schicken Männerpullover. Weiter mit den Paneelen von Thorsten Berger. Das ist der Artikel Slow Down. Hier haben Sie einmal die Farbnummer für das Panel mit den Schuhen. Hier die Farbnummer für die Dame mit den Kopfhörern. Und die Farbnummer für die Dame mit den Blumen. Und natürlich haben wir auch hier ein Kombistoff dazu, das ist dann diese Farbnummer
und ich zeige gleich noch einmal die Paneele in voller Größe. Und zu dem Artikel Slowdown haben wir auch in Schilfgrün ein Muster, was man erst auf dem zweiten Blick so ein bisschen sieht. Hier auf dem Foto kann man schon erahnen, das ist ein Männergesicht, was verwischt ist. Das zeige ich gleich noch einmal in die Kamera. Und hier haben wir auch einen Kombistoff. Das ist aber kein All-Over, sondern ein Panel. Also hier haben wir auch wieder unsere Schnittlinie. Und jetzt zeigen wir noch einmal alle vorne in die Kamera. Genau, wieder 85 cm die Paneelhöhe. Einmal der. Rückseite geht dann so marmoriert weiter. Ich habe einen Arm zu wenig. Den könntest du nehmen, gerne, ja. Dann einmal der. Auch Rückseite geht dann so weiter. Ordnung muss sein. Genau. Und einmal die Schuhe. Und den Untergrund gibt es immer passend als Kombistoff. Und hier ist einmal das Männerdesign, was man erst auf den zweiten Blick so ein bisschen sieht. Und der Kombistoff wäre dann dieser. Also beides sind Paneele und haben unsere bekannte rote Schnittlinie. Genau. Und hier sieht man auch, ich finde, hier kann man das Gesicht auch sehr, sehr gut erkennen. Hier dann einmal mit dem Schriftzug Slow Down. Und hier wurde dann zum Beispiel in der Kapuze, ich gebe das mal ein bisschen, da wurde dann zum Beispiel der Kombistreifen verarbeitet. Oder auch hier. Genau, und dann nochmal die beiden anderen Hoodies. Jeweils mit der Frau und genau, hier wurden jetzt pinke Kordeln dazu genommen und ja, wie gesagt, coole Designs, wie man es von Thorsten gewohnt ist. Es geht noch weiter. Und es geht noch weiter, genau. So, dann geht es weiter mit Artikel Think Outside, ebenfalls ein French Terry. Gibt es ein Paneel, hier einmal die Farbnummer zu dem Paneel. Und dann gibt es auch einmal den Kombistoff, wobei ich den auch einzeln sehr, sehr gut finde, auch für Teenager, die es ja dann nicht mehr zu niedlich haben wollen und sich dann ja hier und da auch schwerer benähen lassen, aber das ist einfach ein cooles Teenager-Erwachsenen-Design. So, und da zeigen wir jetzt auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ganz schlichten Pullover und ganz besonders schick ist hier die Raffung. Und wir zeigen es noch einmal daneben. Genau, hier einmal das Panel und die Rückseite geht dann halt so schattiert weiter. Der Artikel Any Questions von Thorsten Berger. Hier haben wir auf Schwarz in so einem Khaki-Ton eine super coole Katze. Hier kann man es am besten sehen. Und natürlich gibt es auch wieder den Kombistoff dazu. Das wäre dann diese Farbnummer. Und wir zeigen es noch einmal vorne. Genau, hier ist einmal der Pullover. Ja, das Design wirkt einfach. Und genau, Pauline zeigt nochmal das Panel dazu. Genau, Vorderseite und Rückseite ist dann, geht es mit dem Streifen weiter. Einmal drehen bitte, genau. Genau. Hier kann man auch sehen, dass man hier oben noch sehr, sehr viel Spielraum hat. Also je nachdem, man kann es auch hier mittig setzen oder auch auf dem Rücken. Ja. Machen auch sehr, sehr viele als Sweatjacke. So, dann kommen wir zur Kollektion von Cherry Picking. Und zwar gibt es hier zwei unterschiedliche Qualitäten. Ich fange an mit den Modal French Terrys. Und zwar einmal mit Artikel Lolli. Gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal hier dunkelblau mit Pink.
Und einmal hier dieses Altrosa mit Pink. Dann geht es weiter mit Artikel Karl. Ebenfalls Modal French Terry mit diesen unregelmäßigen Karos. Und zwar Altrosa mit dem kräftigen Pink, ein Beige-Ton und mit diesem senffarbenen Streifen. Und dann nochmal dunkelblau mit dem helleren Pink und ebenfalls mit dem senffarbenen Streifen. Dann hier ebenfalls ein Modal French Terry Artikel Hanna mit den Blüten und zwar dieses hellere Altrosa mit den senffarbenen Punkten hier und dann einmal Altrosa-Grundig mit den senffarbenen Blüten. Und Artikel Stella, ebenfalls ein Modal French Terry mit diesem abstrakten Leo-Design, beige-grundig mit Schwarz und Rosé und einmal dunkelblau-grundig mit Schwarz und diesem Mokka-Ton. Und dann kommen wir zu einem Baumwoll-Canvas, Artikel Kati, gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar mit der Katze, die ein Leo-Outfit anhat, einmal altrosa-grundig und einmal jeansblau-grundig. Und Artikel Claudi, ebenfalls ein Baumwoll-Canvas mit den Wolken, und zwar einmal auf senffarbenem Untergrund und einmal auf diesen mittleren Braunton. Und hier haben wir jetzt auch einiges vorbereitet. Pauline zeigt euch das mal. Ja, hier fange ich einmal an mit dieser wunderschönen Beachback. Also finde ich richtig schön für die Sterntage. Und ein Rucksack mit den Katzen, mit der Leo-Hose. Finde ich auch richtig cool. Und jetzt kann man nämlich einmal sehen, wenn ich mal ein bisschen aus dem Bild gehe, wie stimmig diese Kollektionen immer untereinander sind. Wer gerne auf Mustermix steht, kann hier super die Muster miteinander kombinieren. Einzeln sind sie wunderschön. Ich finde diesen hier auch wunderschön für ein Hoodie mit einer Jogginghose, so als Komplettoutfit, auch für Teenies finde ich es mega cool. Also da kann man richtig schön mitspielen. Das hier so ein bisschen verspielter. Aber es ist auch total schön als Rock für eine erwachsene Frau, nicht nur für Kinder. Also untereinander kann man hier wirklich alles Mögliche kombinieren. Hier haben wir ein schlichteres Design mit zwei Farben. Also und die ganzen Modefarben unserer Basic-Artikel können Sie hier wunderbar kombinieren, wie man hier sieht. Hier oben einmal als Teilung oder auch das Bündchen in Petrol. Also es ist eine richtig tolle Kombi-Kollektion von Cherry Picking. Jetzt halte ich nochmal schnell die Tasche dahin. Und so sieht man auch das mal stimmig in einem Bild. Absolut. Und gerade der Modal von Cherry ist ja, kommt ja auch immer wieder gut an. Ja, sehr vielseitig einsetzbar. Qualität. Eine sehr schöne, weiche Qualität. Hat die Anke wieder gute Arbeit geleistet. Ja, es sah auch immer sehr schön aus jetzt hier. Ja, das ganze Bild, ne? Ja. Alles auf einmal, fand ich. Genau. Ja. Und wir machen weiter mit den Designs von Christiane Zielinski. Auch hier haben wir wieder diese wunderschöne Zeichnung. Hier auf unserem Double Slab Musselin. Hat eine ganz leichte Leinenstruktur durch die Slab Art. Und das Schöne daran ist, nach der Wäsche krinkelt er nicht, er bleibt glatt. Hier haben wir auf weiß Drachen, auch in Form eines Fuchses. Hier Blätter und Zweige, so ein bisschen herbstlicher angehaucht. Und alles auf dieser schönen Double Slab Musselin Qualität. Und hier Waldtiere auf Natur und auf einem richtig schönen Sandton. Ist super geeignet für Kleider und für Blusen. Genau, hier haben wir drei Modelle. Einmal die Bluse, aber auch die vermeintlichen Kinderdesigns. Pauline hat es gerade schon angesprochen. Das ist halt, der Unterschied zum normalen Musselin ist halt, dass er glatt ist.
hat etwas mehr diese Leinenstruktur und ist ein bisschen schwerer. Also gut, Musselin wird mittlerweile ist mittlerweile auch ein Ganzjahresartikel, aber der ist einfach nochmal ein bisschen schwerer und ja, vielleicht nochmal mehr für den Winter und ja, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, haben wir auch in einfarbig, Artikel Sorea und ja, kommt gut an und deswegen verfolgen wir dann halt solche Themen auch immer weiter. So, dann kommen wir zu Artikel Flower Amaya und zwar ist das ein Modal French Terry, gibt es in drei Farbstellungen und zwar mit den Blumen einmal auf graufarbenem Untergrund, einmal auf diesem zarten Aprikot und einmal hier auf diesem Grünton. Und hier haben wir auch zwei schöne Modelle. Hier haben wir das Kleid ganz schlicht gehalten in Schilfgrün und hier als Cardigan, hier mit diesem schönen Blushton als Rollkragenpullover. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Autumn Leaves and Dots, auch ein Modal French Terry, also weich und sehr trageangenehm. Hier in beerigen Tönen haben wir hier Blätter in Rauchblau und in Kupfertönen und Matthias hat zwei sehr schöne Modelle da. Genau, hier einmal das Damenkleid und hier haben wir einmal, das ist so ein bisschen verspielter, hier oben wurde dann in der Kapuze auch der Petrolton dann eingearbeitet und hier sieht man dann auch nochmal, dass im Hintergrund, dass es so ein bisschen ja, gepunktet, gescheckert ist. Und ja, ist auch ein tolles Herbstdesign in tollen Herbstfarben. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Forest Friends. Ist ein French Terry, gibt es in unterschiedlichen Designs, alle mit Tiermotiv. Und zwar fangen wir an mit dem Fuchs und zwar auf Altrosa, einmal auf Taub und auf dem Grünton. Dann gibt es mal wieder ein Eulendesign und zwar auf Altrosa und auf dem Terrakotta. Und einmal der Dachs und der ist auch auf Altrosa und auf einem schönen Hellgrau. Und Pauline hat nochmal ein Modell dazu. Ja, wir haben hier ein Modell in Rosa mit diesem ganz niedlichen Fuchs. Und hier kann man auch mal wieder sehen, wie toll diese Zeichnung immer ist der Tiere. Wenn ich dich so laufen sehe, mir fällt auf, ich habe nichts zu deinem Kleid gesagt. Oh, ja. Das ist ja furchtbar. Da muss ich mir noch das eben was ja überlegen. Ja. Wir machen weiter mit dem Artikel Beyond Nordic von Christiane Ziwinski. Hier haben wir wieder ganz niedliche Tiere. Einmal hier die Pinguine auf einem Grau-Blauton und einem schönen Peach-Ton. Du könntest ja gleich nochmal mit Yvonne nach vorne kommen. Hier haben wir einmal die Eisbären auf einem Beereton, Mint und Blau. Und hier haben wir Schneemänner auf einem dunklen Jeansblau mit den passenden Schneeflocken. Und diese Designs haben wir auch einmal in Naturtönen. Ja, hier haben wir drei Modelle. Einmal hier mit den Eiskristallen, finde ich auch ein ganz tolles Erwachsenenmuster, kann man ja auch den ganzen Winter dann tragen. Dann hier einmal mit den Eisbären und mit den Pinguinen und auch die kann man natürlich so als Kleid, als Hoodie und so weiter verarbeiten, aber sind auch perfekte ja, Walk-Innen-Futterstoffe, das sagen wir immer wieder dazu. Genau, aber sowas wird halt auch gerne von der Mustergröße passt es perfekt. Passt zu den Waldfarben, also kann man auch ideal als Innenfutter nehmen. So.
So, dann kommen wir zum ersten Design von Bienvenido Colorido. Und zwar, das ist ein French Terry, Artikel Into the Wild. Gibt es in zwei Farbstellungen. Und hier haben wir einmal das Panel in Grau. Das zeigen wir aber gleich nochmal in Groß. Und einmal für die Farbnummer das Panel in Grün. Und der ist ja so ein bisschen gepunktet. Und dazu gibt es dann natürlich auch den passenden Kombistoff. Und die Paneele und auch die Modelle zeigen wir euch jetzt nochmal vorne. Ich habe Grau. Genau, und einmal Grün. Bei beiden ist einmal der Schriftzug Into the Wild auf der Rückseite. Genau. Und da sieht man auch nochmal das Modell von Thorsten Berger. genau, da habe ich gerade, das darf einem ja nicht durchgehen. Gibt es ja dann Ärger zu Hause. Genau, und dann nochmal die Kommission, und das ist natürlich auch witzig gemacht, einmal quasi die vermeintliche Rückseite dann vorne. Und, aber genau. Du erzählst es schon. Ich gehe nach hinten. Ich hatte ja wieder aufs Sofa. Ja, mach gleich mal. Ja, hier haben wir einmal, es ist aus einem Panel, wenn man das Panel mit dem Hirsch verwenden möchte, kann man sich einfach das andere ausschneiden und später auf einen All-Over, wir haben ja immer die passenden Kombistoff, einfach draufnehmen. Schon hat man zwei verschiedene Hoodies. Genau, mit dem Kombistoff, genau, kann man dann, kann man das ist ja das Schöne mit, mit der Vorder- und Rückseite, dass man dann, wenn es den Kombistoff dazu gibt, dass man dann so spielen kann. Und auf das Sofa kann ich mich nicht mehr so lange sitzen, weil das war den Wasser. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Wild Child von Bienvenido Colorido, ein French Terry. Hier haben wir eine Panelhöhe von 80 cm. Das Design haben wir in zwei verschiedenen Farben und natürlich auch die beiden Kombistoffe dazu. Das ist einmal die Farbnummer für Dunkelblau. Und hier haben wir die Farbnummer für Anthrazit. Und die beiden Kombistoffe. Und ich komme jetzt noch einmal schnell nach vorne. Ja, hier sieht man nochmal die Paneele nebeneinander. Einmal die Vorderseite mit dem Schriftzug Wild Child. Und dann geht es hier weiter. Und an der Seite sieht man auch wieder Streifen, einmal mitläuft und das abstrakte Muster. Und hier kann man auch nochmal sehen, wie toll man dann die Kombistoffe kombinieren kann. Und hier haben wir natürlich, sehr gerne, haben wir natürlich auch ein Modell. Und ich zeige euch das einmal hier. Da sieht man auch, wie toll man dann den Streifen als Bündchen auch verarbeiten kann. Und dann hier als Rückseite kann man aber durch den Kombistoff, könnte man auch nur mit dem Motiv ein Hoodie oder ein Oberteil oder was auch immer machen. Und hier einmal, die Panelhöhe ist ja 80 cm. Und genau, da kann man natürlich, ist man sehr flexibel dadurch, dass es den Kombistoff gibt. So, dann kommen wir zu Artikel Zorito, ist ein French Terry mit dem Fuchs und zwar gibt es in zwei Farbstellungen, einmal dunkelblau mit dem Fuchs und einmal Terrakotta. Ja, hier haben wir ein Stufenkleid und ein Ballonkleid, immer abgesetzt mit den passenden Bündchen, die man dazu kombinieren kann. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Molino. Das sind kleine Windräder und es sieht aus, als wenn sie aus Zeitungspapier gefaltet wurden mit einem kleinen süßen roten Herz auf Anthrazit und Nachtblau. Und das ist ein French Terry. Ja, hier haben wir einmal den Hoodie aus dem Nachtblauen. Genau, Kapuze ist dann mit Rot, auch passende Kordeln dazu und ja, da wirkt das Design dann auch einfach, da braucht es, finde ich, nicht viel mehr. So, dann haben wir hier einmal ein Baumwoll-Jersey, Artikel Lunaria. Gibt es in zwei Farbstellungen und zwar einmal dieser Schilfton mit Schwarz und einmal schwarzgründig mit diesem Peachton und auch da würden natürlich wieder die einfarbigen Jerseys, in dem Fall Vanessa, sehr gut dazu passen aus der Herbst-Winter-Kollektion. Ja,
Hier haben wir die beiden Kleider. Hier haben wir ein ganz normales Shirtkleid und hier mit diesem Besen abgesetzt. Einmal die schwarze Variante, finde ich persönlich auch sehr schön. Hatte ich auch ein Kleid in Köln. Ja, der wirkt nochmal auch aussuchen. Wirkt sehr edel, ne? Ja, auf die Farbe kommen. Ich mag's total gerne. Ja. Hier haben wir den Baumwolljersey Flor de Ottono. Hier in Schwarz und Weiß. Peach und Schwarz. Und Schilfgrün und Schwarz. Und hier kann man einmal auch auf dem Foto sehen, wie toll diese drei Kleider zusammen wirken. Und Matthias hat auch noch zwei dabei. Genau, hier haben wir auch zwei Kleider. Und da finde ich einfach, dass der Stoff alleine schon wirkt. Der ist relativ voll, aber dadurch, dass es nur in Anführungsstrichen nur zwei Farben sind, wirkt es halt nicht so voll. Es ist schon ein gut gepacktes Design, aber wie gesagt, durch die zwei Farben finde ich, seht ihr jetzt vielleicht auch, dass es nicht zu wäre oder ist irgendwie doch ein schlichtes Design. Ja, man will irgendwie was entdecken drauf. Ja, genau. Ja. So, dann kommen wir zu einem Baumwolljersey und zwar gibt es in zwei Farbstellungen. Mit diesem Farn und zwar einmal schwarzgrundig mit dem Korall und dem Braun und einmal schwarzgrundig mit den unterschiedlichen Blautönen und hier dann auch nochmal mit dem Schilfton. Ja, und hier haben wir einmal ein Kleid mit einem Fake-Pullover. Das finde ich auch immer eine ganz, ganz coole Kombi, wenn man zwei verschiedene Materialien zusammen mixt. Hier ist einmal der Sweat Eike vernäht worden und dann hat man natürlich hier den Baumwolljersey und es sieht aus, als wenn man ein Kleid trägt, wo man einen Pullover drüber gezogen hat und das finde ich auch mal sehr, sehr cool, ja. Wenn man damit mit dem Material so ein bisschen mixen kann und spielen kann. Man kann natürlich da auch eine viskose Webware drunter setzen und diese hätten wir jetzt hier. Genau, der Farbton passt natürlich perfekt dazu, ne? Ja, das ist der Artikel Sori, die viskose Webware von Bienvenido Colorido. Und hier haben wir auf Jeans Blau einmal mit Kupfertönen und hier mit diesen Pastelltönen den Farn. Und damit kann man natürlich dann auch wunderbar Kleider nähen. Und Matthias hat einen Rock da. Genau, und zwar hier der Rock in dem Jeans Blau mit den Terrakotta-Tönen. Und hier vorne so ein bisschen in Falten gelegt, passt auch wieder perfekt der Vanessa Jersey dazu. Also das Oberteil ist jetzt aus dem Vanessa Jersey genäht, aus der Herbst-Winter-Kollektion. Genau. So, dann kommen wir zum ersten Artikel von Käselotti, Artikel Wolf Moon. Das Ganze ist ein Paneel, zeige ich euch gleich auch in groß. Mit den Sprenkeln hier im Untergrund. Ich habe den Faden gerade verloren. Wir haben genug. Ja, stimmt. Komme mal nach vorne, würde ich sagen. Genau, Pauline hat schon ein Modell da vorne. Panelhöhe ist hier 1 Meter. Und zwar hier im Hintergrund ist er halt so leicht gesprenkelt oder gepunktet. Und hier einmal die Rückseite, geht dann ebenfalls so gesprenkelt weiter. Genau. Ja, gibt es keinen Kombistoff dazu, weil es halt 1 Meter ist, hat man genug Stoff, um Kapuze, Ärmel, Rückenteil draus zu nähen. Genau, weil es einfach mal ein bisschen länger ist. Genau. Ja. Auch wieder mit der Schnittlinie, wie immer, aber halt mal etwas länger. Genau. Ja, ein Meter Panel. Ja, und jetzt muss ich gar nicht mehr viel sagen. Das Design spricht für sich. Mit dem Schriftzug noch Holy Moly. Also da kann man immer schön arbeiten. Ich finde es immer toll, wenn man sieht, was die Probe näher sich alles einfallen. Total, ja. Total. Ohne die wird es auch nicht funktionieren. Nee, und sie können ihrer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Da geben wir nichts vor und das entsteht wirklich das, was die gerne auch tragen möchten. Ja. Oder die Kinder. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit dem Panel Raven Girl. Auch wieder 1 Meter hoch. Und ich komme einmal nach vorne und zeige es in voller Größe. Wie der Name schon verrät, ist dort eine Dame mit einem Raben zu sehen, in einem Dreieck und auch wieder der durchgebrochene Untergrund.
Das ist die Rückseite. Und hier haben wir einmal ein Hoodie. Genau. Alles gut. Genau, auch da wieder einen Meter hoch. Pauline hat es ja gerade schon gesagt, mit dem, da braucht es dann auch nicht den Kombistoff dazu, weil man einfach durch den Meter hat man einfach genug, auch mit der Rückseite genug Kombistoff. Ich freue mich einfach. Du freust dich einfach, ja. Das ist schön. Das freut mich sehr. Auch mal. Ist so. Ganz häufig soll man das sogar. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar Artikel Gemstones. Ist ein Modal-French Terry mit den Kristallen, gibt es in zwei Farbstellungen, und zwar einmal terrakottafarbener Untergrund mit den Linien hier in schwarz und einmal petrolblau mit den schwarzen Linien, und aus dieser Farbe hat Pauline auch ein Modell. Ja, ein Troja mit Kängurutaschen. Ja, und hier braucht es gar nicht viel. Das Bündchen kann man sich auch immer super aus dem Stoff dazu machen, wenn man es gerne so in einem Design halten möchte. Und ja, ein schöner, schlichter Hoodie. Genau, total. Ja. Und hier haben wir den Artikel Night, ein Modal French Terry. Und hier sehen wir Orangenbäume mit einer Motte in der Nacht. Und hier einmal in Kupfertönen. Und Matthias hat auch zwei schöne Modelle da. Genau, das eine hattet ihr vorhin schon gesehen, als wir den Naomi vorgestellt haben. Einmal das Kleid in der Terrakotta-Variante und hier einmal das Kleid in der jeansblauen Variante. So, dann kommen wir zu Artikel Moon. Moon ist ein Jacquard, fühlt sich so ein bisschen flanellig an, ist eine reine Baumwolle, ist dieselbe Qualität wie der Artikel Xaver, den Pauline vorhin schon vorgestellt hat, mit dem Harntrittmuster. Und hier sind einmal die unterschiedlichen Monde zu sehen. Genau, einmal Terrakotta mit dem Beige und einmal Schwarz mit Terrakotta. Ja, hier sieht man einmal die verschiedenen Mondphasen, und hier in dem Video auf dem Bild kann man richtig schön sehen, dass es nicht nur die Mondphasen sind, sondern es könnte auch einfach eine geschlängelte Linie sein, weil sie so angeordnet ist, dass da wieder ein ganz neues Muster entsteht, und das sieht man halt erst, wenn es wirklich vernäht ist als Hoodie. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Baumwoll-Jersey Astra. Hier haben wir Sternenbilder auf Jeans blau. Und auf Schwarz finde ich auch sehr, sehr schön für Pyjamas. Absolut, genau. Ist eine ganz tolle, ja. Müsste ich eigentlich mit nach Hause nehmen, weil mein Sohnemann hat gerade das Thema in der Schule. Ja. Genau, hier einmal aus der jeansblauen Variante und ja, so als Oberteil, aber wie gesagt, absolut auch als Hausanzug, Pyjama und so weiter auch, ja. Ja. Man kann ja auch super eine Bettwäsche noch draus machen. Stimmt, ja. Schöne Bettwäsche da draus. Ja. Wer auf Planeten und Sternbilder steht. Ja. So, und dann kommen wir zu Artikel Frogtail. Ist ein Baumwoll-Jersey. Gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar einmal die, nennen Sie mal die etwas buntere Variante, schilfgrundig mit den unterschiedlichen Farben. Dann einmal Terrakotta mit Schwarz und einmal das Jeansblau mit Schwarz. Und auch hier haben wir ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einmal einen ganz schlichten Hoodie, und es erinnert natürlich an einen berühmten Zauberer. Man kann hier eine Eule sehen, und es finde ich auch super für Pyjamas geeignet. Also für Kinder, die Fans sind von dem berühmten Zauberer, den wir jetzt nicht erwähnen wollen. Macht David Copperfield noch? Der Magier mit der Maske. Nicht, dass ich jetzt noch verklagt werde. Ich stelle das mal eben weg. Ja, und das war unsere Herbst-Winter-Kollektion. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Und ja, möchten uns an dieser Stelle bei unseren Probenähern bedanken. Ohne euch ist das nicht möglich. Wir dürfen immer so viele Modelle ausstellen, so viele unterschiedliche Modelle zeigen. Ihr gebt uns Inspiration, was man mitmachen kann, kommt auf ganz, ganz neue Ideen. Und da freuen wir uns immer sehr. Und ohne euch wäre auch unsere Kölnmesse so nicht möglich, was wir da immer alles ausstellen dürfen
Und ja, die Kunden erfreuen sich dran. Wir erfreuen uns dran, dass wir da immer so viele schöne, viele Puppen ausstellen dürfen. Total. Wir würden immer noch mehr zeigen, aber der Platz. Ja, aber das ist tatsächlich, also auch nochmal mit dem Probenähern, es werden halt Dinge gemacht, die wir, die vielleicht sonst so nicht, oder die wir, wo wir die Idee vielleicht nicht für haben, weil ich sag mal, man würde jetzt aus dem Jersey immer ein Oberteil machen oder aus dem Sweat immer ein Hoodie, und wir wollen ja die Kreativität nicht einschränken, und deswegen ist es perfekt, was die Probenäher machen, und auch die Rückmeldung zu Qualitäten, wie die sich nach der Wäsche verhalten, wie sie sich verarbeiten lassen und so weiter, das ist kriegen wir immer tolle Rückmeldungen. Ganz, ganz wichtig, ist aber genauso wichtig natürlich von euch als Kunden, einfach das Feedback, ey, der Artikel, der war richtig gut, der lässt sich gut verarbeiten, das verfolgt weiter, aber vielleicht auch mal eine Kritik, ey, da hatten wir Schwierigkeiten mit dem Verarbeiten, weil das ist einfach wahnsinnig wichtig, dafür machen wir auch immer die Freitagsbesprechung, um da einfach, ja, das umzusetzen, was von euch kommt, und ja. Ja, wir freuen uns da immer sehr, sehr drauf, auf die Bilder, das ganze Bildmaterial, was wir natürlich auch hier drin verarbeiten dürfen. Ist immer richtig, richtig toll. Absolut. Und wir haben noch eine Kleinigkeit. Wir bedanken uns erstmal auch bei unseren Kunden für diese ganze tolle Unterstützung in den letzten Jahren, letzten Monaten, letzten Wochen, wie sie uns in Köln besucht haben, wie sie uns immer unterstützen. Und wir versuchen immer einen kleinen Teil zurückzugeben und haben uns wieder eine Kleinigkeit überlegt. Insbesondere ist das jetzt für Stoffläden. Wir hatten ja schon unser Instagram-Live-Shopping, was wir ihnen so ein bisschen ausgearbeitet haben, wo sie die Grafiken runterladen können. Wir hatten die WhatsApp-Party, wo sie Poster kriegen können, wo sie das ganze Material schon von uns fertig haben. Und der WhatsApp-Kanal. Der WhatsApp-Kanal nicht zu vergessen, können sie natürlich auch wieder abonnieren. Und wir haben jetzt uns noch eine Kleinigkeit überlegt für Stoffläden, und das werden wir demnächst vorstellen und freuen uns drauf. Und wenn der eine oder andere Lust hat, das mal auszuprobieren, würden wir uns einfach freuen und hoffen, dass wir so ein bisschen was zurückgeben können. Und ja, wir hatten ja natürlich auch das Coaching, was wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Also wir sind wirklich immer dankbar, wenn auch Feedback zurückkommt und sie das immer alles so toll annehmen, was wir uns immer überlegen. Absolut. Also vielen Dank. Genau, die Stoffe sind alle bis zum 5.5. bestellbar. Gibt ja jetzt auch überall den Button immer dazu. Orderschluss, dass man auch direkt sieht, bis wann es bestellbar ist, nicht, dass doch mal was durchrutscht. Ja. Und bei Fragen meldet euch gerne, ob beim Innendienst oder beim Außendienst, per Mail oder wie auch immer, WhatsApp. Wir sind über alle Kanäle erreichbar. Eine gute Zeit, gute Geschäfte und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und die letzten beiden Designs in dem Artikel, einmal auf Terrakotta, wieder mit Blumen in Türkis. Und einmal hier auf einem kräftigen Rosa mit Bordeaux. Und jetzt kommen wir zu dem Artikel Florenz. Den haben wir gerade schon einmal kurz gesehen. Kommt im September und ist der passende Uni-Artikel dazu. Hier haben wir einen Naturton, Hellgrau, Aubergine, Petrol, Dunkelblau und Schwarz. Finde ich auch super für lange Strandkleider, so eine Maxi-Kleider, finde ich den Artikel auch super schön für. Genau, hier haben wir einmal ein Kleid aus dem Anthrazitton, und Pauline hat schon gesagt, ob es lange Kleider, ich sehe den auch für Leggings und so weiter, einfach für Oberteile, also auch sehr vielseitig einsetzbar und ist einfach ein Artikel mit Struktur, also man sieht einfach, dass sehr, sehr viel mit Struktur gearbeitet wird, ob es Rippe, ob es irgendwelche Lochmuster, genau. So, dann kommen wir zu Artikel Alina. Alina hat auch wieder dieses Azurmuster, ist dieser Loch-Jersey, gibt es in Altrosa, in einem Flieder, in diesem Blush, Terrakotta, Beige, Taub, Rauchblau und Mint. Und Pauline hat auch hier nochmal Modelle. Ja, hier haben wir ein Oberteil in einer Wickeloptik, dann ein Rollkragen,
Pullover. Hier haben wir einmal Color Blocking, finde ich auch super schön. Und natürlich für die Kleinsten unter uns finde ich es super niedlich, dieses schöne Modell hier in Altrosa. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Andrik. Hier ist der Liefertermin der Oktober. Ein Ripped Jersey. Hier haben wir Rückmeldung von unserem Probenähteam, dass man ihn unbedingt vorwaschen soll und danach mit dem Bügeleisen mit Dampf abdampfen muss. Und dann bekommt er nämlich wieder seine ursprüngliche Form nach dem Waschen. Und dann sollte man erst mit dem Zuschnitt beginnen. Und hier haben wir Altrosa, Flieder, Blush, Rost, ein Sandton, Taub, Rauchblau und Schilfgrün. Und ich zeige noch einmal, wie er sich verhält. Also er geht in seine Form zurück. Man sollte ihn aber wirklich vor dem Zuschnitt unbedingt vorwaschen und danach mit Dampf abbügeln. Ja, das ist ja auch immer das Tolle bei den Probenähern, dass man einfach dieses Feedback dann bekommt, wie man Artikel dann verarbeitet, wie er sich verhält, unter der Maschine waschen und so weiter. Wir können es direkt weitergeben. Total. Es wurde auch gesagt, dass er auch seine Form behält, also dass er, wenn man sitzt, das kennen vielleicht viele, Kleider beulen meistens aus da auf der Sitzfläche und das hat der gar nicht. Also er beult überhaupt nicht aus. So, dann kommen wir zu Artikel Turin. Turin ist ein Ottoman, quer gestreift, wird im September ausgeliefert. Und zwar gibt es in Natur, Taub, Blush, Lime, Altrosa, in Aubergine, Rauchblau, Petrol, Dunkelblau, Hellgrau und Schwarz. Und hier haben wir auch nochmal ein Modell. Ja, hier finde ich es besonders cool mit der Mütze. Also hier wurde eine Mütze aus dem Artikel Turin genommen und ich finde es richtig, weil jetzt ein bisschen, also die Mütze kommt so beinahe wie ein Bündchen. Und für Mützen ist das total schön, vor allem in diesem Wollweiß. Und hier haben wir einmal einen passenden Pullover dazu. Aber für Mützen finde ich den schon richtig gut. Viele nutzen ja ein breites Bündchen, ein Grobstückbündchen, aber ich finde, das ist viel, viel schöner. Ich mag es viel, noch, viel lieber. Auch einfach weicher, ne? Weicher und es sieht auch edel aus. Ja. Und wir haben so viele schöne Farben. Kann man super kombinieren. Wir machen weiter mit Palermo. Palermo kommt im September. Palermo ist ein Jacquard-Jersey, ein Struktur-Jacquard-Jersey. Er hat eine Waffeloptik, also wieder ein Uni-Artikel mit einer neuen Struktur, wo man natürlich auch, wenn man irgendwie jede Struktur gerne haben möchte, kann man natürlich die eine Struktur in vier Farben, die nächste Struktur in den anderen vier Farben, wenn man sich nicht ganz entscheiden kann. Da muss man sich nicht auf einen Artikel festlegen, sondern kann auch mit den Farben variieren, wie man möchte. Und so hat man irgendwie alles dabei und kann seinen Kunden alles präsentieren. Hier haben wir Wollweiß, Taub, ein Altaprikot, Schilfgrün, Altrosa, Aubergine, ein Rauchblau, Petrol, Marine, Hellgrau und Schwarz. Ja, hier haben wir auch einmal ein Oberteil aus diesem Blushton. Und zwar kann man auch nochmal das, das Oberteil unter der Jacke. Also ist wirklich auch von der Struktur her. Ein bisschen weiter noch. Bei der Kamera, da sieht man wirklich diese Struktur, also den wirkt doch einfach so schon und dann halt auch in tollen Farben. So, dann kommen wir zu Artikel Neapel. Neapel ist eine Baumwollwebware, die im September ausgeliefert wird. Dieselben Farben wie gerade bei dem Artikel, den Pauline gezeigt hat. Dieser Artikel ist aber fest, also der gibt nicht nach. Ist, wie gesagt, eine Baumwollwebware, ebenfalls mit Struktur. Auch da haben wir gleich nochmal ein tolles Modell.
Und den gibt es dann in Natur, in Taupe, Blush, Mint, Altrosa, Aubergine, Rauchblau, Petrol, Dunkelblau, Hellgrau und Schwarz. Ich habe hier nochmal was vorbereitet. Wir haben jetzt so viele Mini-Artikel mit verschiedenen Strukturen gesehen und hier hat man nochmal so einen kleinen Überblick, was es da alles gibt. Es ist halt sehr gefragt gewesen, dass wir mehr Struktur, mehr Uni, und hier haben Sie einmal einen Überblick, was es da alles demnächst geben wird dieses Jahr. Ja, und das Schöne ist halt auch da, es sind halt doch unterschiedliche Termine auch, ne? Liefertermine, ja. Unterschiedliche Liefertermine, und wenn mal welche im September kommen, gleichzeitig kann man mit den Farben spielen und ja, so hat man alles und kann seinem Kunden alles anbieten. Ja, und hier haben wir eine super tolle Weste. Ich finde die auch super für Geschirrtücher. Wir haben hier auch eine sehr tolle Tasche. Also der Artikel ist wirklich individuell einsetzbar. Mega schön. Wirkt dann gleich ein bisschen anders. Kam sehr gut an. Auch für dünne Decken finde ich den auch super schön. Tatsächlich auch für Decken und so weiter finde ich den auch gut, ja. Ein richtig toller Artikel und wieder was anderes. Ja,